Ein Hallo und ein herzliches Willkommen zur 24. Folge der F1 Ultra-Karriere. Nach einer zweiwöchigen Pause kommen wir zurück nach Belgien in Spa-Francorchamps. Die Sommerpause, die ist vorbei und die Teams fokussieren sich jetzt natürlich auf die zweite Hälfte in dieser Saison. Kaufmann ging als WM-Führender in die Sommerpause und mit dem Sieg baute er seinen Vorsprung sogar noch etwas aus, da auch Mark Webber ausgeschieden ist. Aber wir sehen schon in den ersten freien Trainingssessions, da tut sich der Schweizer ganz, ganz schwer, hier auf Touren zu kommen. Verliert ordentlich das Heck schon zum zweiten Mal im letzten sowie im ersten Sektor. Es ist also bis hierhin nicht die Wochenendsession des Simon Kaufmann, die man sich gewohnt ist. Auch hier untersteuern. Massives Untersteuern kommt ins Kies, hat Glück, dass er dann nicht die Mauer berührt. Und dann ist es um ihn geschehen, der Ausfall in FP1. Er erwischte Rouge nicht mal optimal und das war es dann auch schon. In FP2 konnte er nicht mehr teilnehmen, das Auto zu sehr beschädigt. Und dann in FP3, als es dann darum ging, endlich mal Pace aufzubauen, dann dieses Malheur. Der S-Offen dreht sich weg. Sinnbildlich für die aktuelle Szene hier in Spa. Also der Toro Rosso erscheint hier wirklich massiv Probleme zu haben. Auch hier im letzten Sektor wirft er das Auto weg, holt sich noch einen Frontflügelschaden ab. Und das war dann auch schon diese Session. Auch hier kaum Kaufmann, nicht auf Touren, abgeschlagen, letzter. Die Frage ist, kann man das im Qualifying besser machen? Kann man sich da konzentrieren und sagen, doch, jetzt kommen wir doch noch weit nach vorne. Das werden wir gleich sehen. Jedenfalls in der Outlap. Wir sehen Oliver Turvey. Der spielt dem Kaufmann definitiv nicht in die Karten. Steht ihm im letzten Sektor im Wege. Und dann in der Busstop-Schikane zieht er an Turvey vorbei. Kürzt die Kurve dann noch ordentlich ab. Und jetzt heißt es für beide, ja, wir gehen auf eine fliegende Runde. Turvey, der sagt Danke. Der kriegt nämlich Windschatten vom Toro Rosso. Und ob sich das auszahlt, sind wir Kaufmann 46,2 schneller als in FP3 und noch schneller als Oliver Turvey. Also Turvey kam zwar mit, aber nicht zu sehr. Eine Verbesserung ist auch beim zweiten Anlauf da. 13 Länder Hülkenberg und es reichte für die 14 schnellste Zeit in Qualifying Session 1. Und wir sehen im Hintergrund, es begann zu regnen und der Regen, der setzte dann in Q2 ist richtig ein. Zu Beginn war es eigentlich noch eine Intermediate Session. Die Fahrer ging auf Intermediate jetzt raus, aber ging schnell wieder rein und Kaufmann war derjenige, der sich entschied, sofort auf dem Vollwertsatz nach draußen zu gehen. Aber auch hier, er hat Probleme, Grip zu finden. Die erste Runde ist, by the way, eine 1:54,9, die im Regen gesetzt wurde. Auch die erste Zeit in Q2 und wieder untersteuern. Er berührt die Mauer. Totalschaden, ein spektakulärer Abflug von Kaufmann hoch zu Eau Rouge. Und das ist Q2. Das war Q2 und wenn jetzt Kaufmann weiterkommen sollte, dann wird das schwer, das Auto nochmal so fertig zu bauen, dass es nochmal konkurrenzfähig wird. Ja, und es reichte tatsächlich für Q3. Platz 5 mit 1,3 Sekunden off the pace. Aber das heißt, ein Top-10-Start ist drin und für mehr reicht es nicht. Die Mechaniker brachten das Auto nicht mehr rechtzeitig fertig, dass Kaufmann noch eine Runde absolvieren konnte. Und somit ist es dann Webber vor Hamilton, die in der ersten Reihe sind. Und Kaufmann muss sich mit Platz 10 begnügen. Mehr als die Hälfte einer faszinierenden Saison liegt bereits hinter uns. Welchen Fahrer würden Sie zum aktuellen Zeitpunkt als Ihren größten Rivalen betrachten? Angesichts der Lage und des langen Kampfes würde ich schon eher sagen, dass Lewis Hamilton mein größter Rival ist. Auch wenn Webber näher rankommt, ich sehe Hamilton doch als eine sehr gefährliche Variante. Ja, gefährliche Variante. Was brabbelt dieser Schweizer ab und zu wieder? Findet nicht die richtigen Worte. Sein Deutsch, das muss er lernen. Das kann er noch nicht perfekt. Ist auch sein zweites Jahr hier. Aber als Schweizer müsste man doch eigentlich die deutsche Grammatik beherrschen. Meint man aber, naja, ist eben halt nicht so. Wir sehen die Startausstellung. Hamilton auf der 2, wir auf der 10 und Teamkollege Sebastian Buemi auf der 18. Buemi spielt ja eh nie so eine große Rolle. Aber es ist wichtig, jetzt am Start viele Plätze gut zu machen. Die Pace war nicht da und wenn die Lichter löschen, geht es los. Und die Lichter sind aus und der Start von Kaufmann ideal. Kommt auf gleiche Höhe mit Button, zieht schon vorbei, hat schon eine Position gewonnen. Es geht in die erste Kurve in Las Tours hinein. Button sticht durch, wird angeschoben von Force India und von Ferrari und es steht Kopf
Über Kopf stand der Jensen Button. Eieiei, ich hoffe, ich sehe davon noch einmal ein Replay, was da passiert ist. Egal, jetzt jedenfalls Kaufmann auf Platz 6 hinter Robert Kubica. Und hinter ihm ist Bruno Senna, der Williams-Pilot, ist schon auf 7 vorgestoßen, während die ersten Punkte für Williams in dieser Saison. Und wir sehen Kaufmann da keine Chance mit dem Topspeed mit Robert Kubica mitzuhalten. Bremst runter in Kurve 7, 8 und jetzt haben wir ein Replay vom Startunfall mit Jensen Button. Wir sehen jetzt also die Außenperspektive vom Start der Webber und Hamilton. Die kommen beide etwa gleich weg. Kaufmann hat den deutlich besseren Start. Und jetzt will ich das sehen. Da ist ein Force India, ein Ferrari, das ist Massa und noch einer. Und dann drehen die allesamt den Button um. Der Button, der war kopfüber, der verstand die Welt nicht mehr. Das ist ja unfassbar, was wir da gesehen haben. Ich hoffe, den Briten geht es gut und er kann sicher aus dem Auto aussteigen. Und währenddessen geht Bruno Senna an Simon Kaufmann vorbei. Bruno Senna mit der Fahrt seines Lebens und jetzt Kaufmann mit dem Spätmanöver in die erste Kurve hinein gegen Senna und Kubica, kommt aber nur auf gleiche Höhe, muss dann wieder ziehen lassen. Hamilton, by the way, zurückgefahren auf die 14, wichtig für den WM-Kampf mit Kaufmann. Und jetzt hat er mal eine ideale Auffahrt bei der Eau Rouge erwischt. Senna will Kubica attackieren, aber Kaufmann mit mehr Topspeed und Windschatten gegen den Williams reicht es, um an ihm vorbeizukommen. Schnellster im ersten Abschnitt. Und er zieht wieder an Senna vorbei. Kann das Auto gerade noch so unter Kontrolle halten. Und das ist Platz 6 für den jungen Schweizer, den WM-8. Der letzten Saison. Der muss sich jetzt gegen Bruno Senna durchsetzen. Die beiden sind ja aufgestiegen. Letztes Jahr noch bei Lotus und HT am Werk. Und dieses Jahr bei Williams und Toro Rosso. Und da vorne sehen wir den nächsten Kampf. Nico Rosberg hat Probleme mit Robert Kubica mitzuhalten. Kubica zieht er noch vor der Urusch an Rosberg vorbei. Jawohl, das macht der polnische Fahrer. Super. Der zieht an Rosberg vorbei. Kaufmann mit einer schlechten Auffahrt zu Urusch. Er gattert sich einen Vorteil, hat aber kein DRS und jetzt attackiert Rosberg mit DRS. Kubica hat auch irgendwie DRS bekommen. Jetzt die Möglichkeit für Kaufmann an Kubica vorbeizuziehen. Das gelingt ihm. Das ist Platz 5 für den Schweizer und hätte damit schon aktuell wieder 10 Punkte auf seinem Konto gut gemacht. Aber nicht den Morgen vor dem Abend loben, denn es gibt ja noch einen Boxenstopp und das ist entscheidend. Kobayashi, starkes Rennen auf der 6, Schumacher aktuell auf der 4, Schumi, der ist ja schon vor einem Jahr hier aufs Treppchen gefahren als Zweiter, als Kaufmann Dritter wurde. Und guckt euch mal oben links an, Sergio Perez auf der 2, also sauber, was für ein Wochenende, das könnte das Rennen schlechthin werden. Und jetzt wird Kaufmann aufgehalten, muss den K-Time ziehen lassen, den Kater, weil in die Box musste, den sauber von Kobayashi und von Kubica. Und jetzt habt ihr das jetzt da gesehen, links an der Ampel, da müssen wir gleich mal drauf gucken. Maldonado zieht übrigens auch noch am Schweizer vorbei und jetzt eine kleine Szene da links, die Ampeln sind rot und das ist jetzt, weil ich als Season Reviews in letzter Zeit mit Dennis FFM geguckt habe, fällt mir das so auf, wenn die Ampeln rot sind, darfst du nicht rausfahren. Und theoretisch heißt ja das, dass eigentlich alle eine Strafe bekommen müssten, weil sie ja bei der roten Ampel rausgefahren sind, aber ich denke, das ist auf jeder Strecke so, ist mir halt jetzt spontan eingefallen. Jedenfalls, die Boxenstopps sind absolviert und Kaufmann liegt nach der Boxenstopp-Phase effektiv auf Rang 7. Ja, wenn man bedenkt, der war vom Stopp noch auf Rang 5 und musste sich gegenüber Kobayashi und Kubica geschlagen geben. Das ist ärgerlich und die Pace scheint auch nicht mehr die allerbeste zu sein. Es sind schon 2 Sekunden Rückstand auf Robert Kubica und dahinter ist auch ein Bruno Senna in Anführungszeichen, Schlusszeichen nur 1,2 Sekunden weg. Und was bedeutet das für den WM-Kampf aktuell? Das heißt, Kaufmann und Webber sind die einzigen, die Punkte holen. Aber da Kaufmann nur deren 6 holt und Webber deren 25, kommt er bis auf 5 WM-Zähler ran und nimmt Platz 2 ein. Heißt also, diese WM ist noch lange, lange nicht entschieden. Es bleibt spannend bis zum allerletzten Rennen. Und wir sind jetzt in der allerletzten Runde dieses Belgien Grand Prix. Der Rückstand auf Kubica auf 3,8 Sekunden angewachsen. Kubica und Kobayashi stehen vorbei und jetzt im letzten Sektor geht es noch darum, wer wird 7., wer wird 8. Massa ist direkt hinter Kaufmann, dahinter auch Bruno Senna, der von einem Crash profitieren könnte. Webber gewinnt in der Zwischenzeit den großen Preis von Belgien 2011, aber hier wird es nochmal interessant. Wer holt sich Platz 7? Ist es Kaufmann, ist es Massa oder gar Bruno Senna?
Aber ich denke mal, mit einer Routine, die Kaufmann sich in den letzten 1,5 Jahren angesammelt hat, macht er das locker easy. Ja, kommt aus der letzten Kurve hinaus, auf Start zieht und holt sich Rang 7. Und das ist definitiv das Bestmögliche, was er hätte machen können nach diesem verkorksten Qualifying, nachdem es nur Startplatz 10 war und die Pace war auch nicht da. Aber er hat sich zurückgekämpft bis auf Platz 7 nach vorne und hat, ja, Punkte mitgenommen, um die WM-Führung fürs nächste Rennen zu bewahren. Und wir sehen, Sergio Perez wird Zweiter, Schumacher wird Dritter. Ein Sensationspodium wie vor einem Jahr. Aber dass der Newcomer Perez jetzt endlich aufs Treppchen gefahren ist, ist eine ganz starke Leistung. Man bedenke, der ist auf 5 gestartet, wird Zweiter. Nicht schlecht. Auch Senna holt sich die ersten Punkte für Williams. Und Sebastian Vettel holt sich am Ende noch den einen WM-Punkt als 10. Hamilton enttäuschend auf 12. Button konnte weiterfahren auf 15. Oh mein Gott, der konnte mit diesem Auto weiterfahren. Nicht schlecht. Alonso 16 und sonst ausgeschieden ist nur Sam Bird vom Virgin Team. In der WM haben wir schon einmal im Rennen gesehen. Der Vorsprung von Kaufmann auf Webber beträgt nur noch 5 Punkte. Hamilton musste abreißen lassen und Button, der muss aufpassen. Vettel kommt, der hat einen Punkt gut gemacht. Ja, die meisten sagen jetzt ein Punkt, aber ein Punkt kann am Ende entscheidend sein. Ich sage jetzt nur mal Formel 1 2007. Kimi Räikkönen gegen Lewis Hamilton gegen Fernando Alonso. Und sonst im hinteren Felde, Perez macht ordentlich Boden gut, bis auf 13 nach vorne, noch 2 Punkte hinter seinem Teamkollegen. Und Senna ist jetzt der Letztklassierte mit Punkten auf 16. Also 16 Fahrer haben ja schon die Punkteränge geschafft. Und das heißt auch in der Konstrukteurs-WM, dass schon 9 Teams jetzt endlich ihre Punkte eingefahren sind. Red Bull führt weiterhin vor McLaren, Toro Rosso ist wieder vor Ferrari. Der Kampf um Platz 3, der bleibt richtig spannend. Mercedes setzt sich wieder gegen Lotus durch auf 5 und 6. Geiler Kampf, sauber auf 7 und Force India aktuell auf der 8. Williams auf 9 mit 2 Zählern setzt sich endgültig von den Hinterbänklern mit diesen 2 Punkten ab. Und dann haben wir Lotus auf 10, Virgin 11 und HRT auf 12. Das war so scheiße da draußen. Ach komm, war nicht so schlimm. Immerhin hast du wichtige Punkte geholt. Ja, aber trotzdem hätte ich definitiv mehr machen können, oder nicht? Und bring mir die Kamera da weg. Bring die Kamera da weg. Kann nicht sein. Weg damit. Komm schon, Kopf hoch. Das wird schon. Bist immer noch WM-Führender. Ja, nicht mal Interviews gibt es mehr nach diesem Rennen. Aber wir haben 2 E-Mails bekommen. Und zwar 2-mal Transferangebote. 1 von HRT und eines? Sehr interessant. Force India will mit uns 2012 planen. Force India ist sicherlich eine Option, die ich schon eigentlich 2011 hätte eingehen wollen. Im Endeffekt wurde es dann jedoch Toro Rosso. Es ist eine Option, die man offen lassen kann vorerst mal. Also wir sind jetzt schon bei 3 Teams, die Interesse bekunden, mich zu verpflichten. Da fühle ich mich natürlich sehr geschmeichelt, aber von den 3 Angeboten besitzen 2 realistisch. Aber ich bin wahrscheinlich immer noch der Meinung, dass wir bei Toro Rosso bleiben werden für die nächste Saison. Ich meine, das gibt uns dann auch die Möglichkeit, vielleicht 2013 den Sprung zu Red Bull zu wagen. Aber wir haben noch Zeit bis Brasilien und das sind noch 7 Rennen bis dahin. Und wer weiß, vielleicht kommt ja dann noch ein geileres Angebot rein, wo wir sagen können, doch, vielleicht gehen wir doch lieber gleich dahin. Aber wir warten erstmal ab, was die Zukunft bringt. Webber verdrängt Perez, Webber gewinnt vor Sergio Perez beim Belgien Grand Prix. Und jetzt die Frage ist, kann Perez wieder so ein starkes Ergebnis im Monza wiederholen? Und Kaufmann zum x-ten Mal in der Saison lässt er Sebastian Buemi hinter sich. In der WM, Fahrer-WM auf Platz 1, Konstrukteurs-WM ist es aktuell Rang 3. 7 Rennen liegen noch vor uns in dieser Saison. Und ja, definitiv sehenswertes Rennen heute. Mal schauen, wie es in Monza wird. Eine Top-Speed-Strecke. Wie gut wird der Toro Rosso da sein? Kann man den Sieg von 2008, den allerersten Sieg von Sebastian Vettel im Toro Rosso wiederholen mit Simon Kaufmann? Und das 3 Jahre danach? Wer weiß, schaltet auf jeden Fall ein das nächste Mal in 7 Tagen hier in Monza. Und bis dahin habe ich nicht mehr viel zu sagen, außer haut rein, bis denne und ciao.